Podcast für Schutz und Sicherheit, Folge 14. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. In der heutigen Folge geht es ums Thema Schwarzarbeit und Hinterziehung von Sozialbeiträgen in der Sicherheitsbranche. Ich hatte vor einigen Wochen bei Facebook zweimal einen Post gemacht zu diesem Thema, wo Firmen durchsucht wurden oder ein Firmenunternehmer sogar wegen Hinterziehung von Sozialleistungen verurteilt wurde. Diese Posts haben eine sehr große Resonanz ausgelöst, sodass ich jetzt einfach hier mal die Fakten ein bisschen zusammentrage und erläutern möchte, was jetzt man als Unternehmer und als Mitarbeiter zu diesem Thema wissen muss. Ja, Sozialbeiträge, was ist das überhaupt? Wir haben insgesamt 5 verschiedene Sozialbeiträge, Beiträge zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Und daneben gibt es noch die Beiträge an die Unfallversicherungsträger wegen der Unfallversicherung. Die Sozialbeiträge, um die es jetzt hier geht, beim Thema Schwarzarbeit oder Hinterziehung von Sozialbeiträgen, sind Krankenpflege, Arbeitslosen- und Rente, da die Beiträge zur Unfallversicherung ja extra an den Unfallversicherungsträger, im Fall der Sicherheitsbranche an die Verwaltungsberufsgenossenschaft zu bezahlen sind. Die anderen Sozialbeiträge werden ja halbe-halbe von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt. Der Arbeitnehmer bekommt dieses Geld aber erst gar nicht in die Hand, sondern der Arbeitgeber ist verpflichtet, das gleich entsprechend an die Krankenkasse abzuführen, die das Ganze dann in Anführungszeichen weiter verteilt. Deswegen ist von vornherein nur der Arbeitgeber hier in der Haftung, wenn es um diese Beiträge geht. Er ist verpflichtet, diese Beiträge abzuführen nach § 28 EMIL Sozialgesetzbuch Römisch 4. Da eben, wie gesagt, der Arbeitnehmer das Geld nie in die Hand bekommt und deswegen auch hier gar keine Möglichkeit hat zu beeinflussen, ob der Arbeitgeber das Ganze macht oder eben auch nicht. Ja, diese Haftung des Arbeitgebers, dass diese Beiträge abgeführt werden, die gilt sogar dann, wenn die Löhne nicht ausbezahlt werden. Also ein Arbeitgeber hat zum Beispiel kein Geld und bezahlt jetzt 2 Monate lang keine Löhne an die Arbeitnehmer aus. Also der Nettobetrag an die Arbeitnehmer. Selbst in diesem Fall wäre es schon eine Hinterziehung von Sozialbeiträgen, wenn er nicht zumindest die dann an die Sozialversicherung abführt. Und das Ganze, sehen wir gleich, ist dann sogar eine Straftat, die der Arbeitgeber in diesem Fall dann begehen würde. Es gibt eine Möglichkeit für den Arbeitgeber, aus dieser Geschichte rauszukommen. Und zwar, wenn er hier eine Stundung mit dem Sozialversicherungsträgern ausmacht, bedeutet das eben von vornherein, er sagt, ich kann es jetzt nicht zahlen. In diesem Fall würde eben diese Strafbarkeit nicht eintreten. Das setzt aber so voraus, dass die sofortige Einziehung dieser Beiträge mit erheblichen Härten für den Schuldner, in dem Fall den Arbeitgeber, verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Also das sind die 2 Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sonst wird so eine Stundung gar nicht erlaubt. Ja, nächstes Thema. Der Arbeitgeber haftet auch dann, kann zu Unrecht nicht abgezogene Arbeitnehmeranteile, aber nicht unbegrenzt nachträglich abziehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel die Beiträge falsch berechnet, also er berechnet entweder die Sozialbeiträge zu niedrig oder gar nicht, wie auch immer, und zahlt jetzt einen in Anführungszeichen zu hohen Betrag an den Arbeitnehmer aus. Und das fällt jetzt nach einem Jahr auf. Ich hatte so einen Fall einer Sicherheitsfirma in der Nähe von Stuttgart. Da hat der Steuerberater das über ein Jahr lang falsch berechnet und das kam dann nach einem Jahr lang raus. Und jetzt war mir die Frage, wie schaut es jetzt aus mit diesen nicht abgezogenen Sozialbeiträgen? Der Arbeitgeber kann jetzt nicht nach einem Jahr zu dem Arbeitnehmer sagen, Edge, wir haben leider jetzt ein Jahr das falsch berechnet, ich ziehe dir jetzt die nächsten 3 Monate 90% vom Lohn ab. Das geht nicht, sondern es können maximal die Sozialbeiträge für die letzten 3 Monate noch hier vom Arbeitnehmer in Anführungszeichen nachberechnet werden. Das heißt, für 3 Monate im Nachhinein könnte der Arbeitgeber jetzt zusätzlich diese fehlenden Beiträge abziehen beim Arbeitnehmer vom Lohn, aber eben nicht jetzt in Anführungszeichen unbegrenzt für die letzten 10 Jahre übertriebenerweise. Was sind die Folgen, wenn diese Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt werden für den Arbeitgeber? Für den Arbeitgeber gibt es 2 Seiten dieser Geschichte. Zum einen die strafrechtliche. Wenn die Beiträge nicht abführt, dann ist das ein § 266a Strafgesetzbuch vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt.
Und da steht drin, wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung einschließlich der Arbeitsförderung unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also zwei wichtige Aspekte, den einen haben wir schon gehört. Unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, das heißt, selbst wenn die Löhne nicht ausbezahlt werden, wäre es hier eine Straftat, diese Sozialbeiträge nicht abzuführen. Und der zweite interessante Aspekt, es geht nur um die Beiträge des Arbeitnehmers. Bedeutet, wir haben es ja vorhin gehört, der Arbeitgeber, Arbeitnehmer zahlen diese Beiträge zur Hälfte. Das heißt, wenn der Arbeitgeber die Beiträge zur Hälfte, also den Arbeitnehmeranteil bezahlt und nur seinen eigenen Arbeitgeberanteil nicht bezahlt, dann ist es keine Straftat. Selbstverständlich ist er verpflichtet, diese fehlenden Zahlungen nachzuleisten, kein Thema. Aber es wäre keine Straftat, weil es hier eben explizit nur um die Beiträge des Arbeitnehmers geht. Ja, der Paragraph ist noch ein bisschen länger. Es gibt noch einen besonders schweren Fall bei dieser Geschichte. Da wären dann die Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahre für den Arbeitgeber. Ja, das liegt in der Regel vor, wenn der Täter, also in dem Fall der Arbeitgeber, aus grobem Eigennutz in großem Ausmaße Beiträge vorenthält. In einem dieser posteten Fälle in Facebook, da war ja der Schaden weit über 100.000 Euro und ich denke, da braucht man nicht diskutieren, dass es dann hier um einen Beitrag in großem Ausmaß geht. Zweitens, unter Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Beiträge vorenthält. Oder drittens, die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnis oder seine Stellung missbraucht. Also wenn er jemand bei entsprechenden Positionen hat, der dann eben das Ganze deckt. Das alles wäre dann hier ein besonders schwerer Fall. Das ist jetzt die strafrechtliche Seite, die den Arbeitgeber hier treffen kann. Daneben gibt es natürlich die Beiträge, die hinterzogen werden, müssen natürlich nachbezahlt werden. Es würde dann in dem Fall auch eine Art Bußgeld geben, das nicht bezahlt würde. Es müssten die Verzugszinsen bezahlt werden. Das heißt, hier kann für den Arbeitgeber ein sehr schöner Betrag zusammenkommen, der dann eben hier entsprechend nachzuzahlen ist. Und auch das sollte man als Unternehmer wissen. Diese Haftung ist gegebenenfalls nicht nur auf das Unternehmensvermögen beschränkt, sondern könnte auch eine persönliche Haftung des Arbeitgebers nach sich ziehen, wenn man ihm eben hier Vorsatz nachweist. Also deswegen nicht jetzt glauben, ja, ich habe eine GmbH und mit der GmbH ist alles abgedeckt. Wenn hier Vorsatz im Spiel ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass dann eben an diese Beiträge auch hier das Privatvermögen gegebenenfalls mit berücksichtigt wird. Ja, das waren jetzt die Folgen für den Arbeitgeber, also sowohl strafrechtlich jetzt auch von der Haftungsseite her. Wie schaut es jetzt für den Arbeitnehmer aus? Was passiert, wenn der Arbeitgeber keine Sozialbeiträge oder zu wenig Sozialbeiträge abführt? Muss dann der Arbeitnehmer dafür haften? Muss der auch ins Gefängnis oder was auch immer? Hier kann ich die Arbeitnehmer beruhigen. Es gibt hier keine Nachteile für die Arbeitnehmer. Bedeutet, die Arbeitnehmer müssen also weder diese Beiträge nochmal bezahlen von ihrem Netto oder wie auch immer oder abstottern. Alles völliger Blödsinn und schon gar keine strafrechtliche Relevanz, weil der Arbeitnehmer ja überhaupt keinen Einfluss darauf hat, was jetzt der Arbeitgeber mit seinen Beiträgen macht, ob er die abführt, richtig abführt, falsch abführt oder was auch immer damit tut. Also die Arbeitnehmer können hier beruhigt sein, für die gibt es hier keine Konsequenzen. Das war soweit zum Thema. Zwei Aspekte, die damit in irgendeiner Form zusammenhängen. Thema Schwarzarbeit. Wenn jetzt hier in Anführungszeichen überhaupt kein offizielles Arbeitsverhältnis läuft, auch da ist ganz klar natürlich dann, dass die Sozialbeiträge hinterzogen werden und entsprechend die Strafen dann für den Arbeitgeber hier im Raum stehen. Und der zweite Aspekt, der auch eine Rolle spielen könnte, ist das Thema Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn ich hier einen Subunternehmer als Arbeitgeber in Anführungszeichen beschäftige, es ist aber eine Scheinselbstständigkeit, dann werden auch hier alle Sozialbeiträge fällig. Und die mit den Rechnungen an diesen Subunternehmer bezahlten Umsatzsteuer würde in Anführungszeichen weg sein. Die würde man natürlich dann nicht mehr zurückbekommen. Dazu zum Thema Scheinselbstständigkeit werde ich aber nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Von daher, die jetzt nur das Thema kurz angerissen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du die bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst, damit möglichst viele von diesen Informationen was mitbekommen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.